حرام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة حرام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم Timotheus, die Schrift, die du von Kindheit an kanntest, dann sagst du zu ihm, ja, da kann der Koran ja schon mal nicht mit gemeint sein, weil der Koran, den konnte der Prophet Mohammed, der konnte Timotheus ja nicht von Kindheit kennen, weil Mohammed hat ja zu der Zeit noch gar nicht gelebt. Jetzt wird der Zeuge Jehovas sich freuen. Weil du vorher gesagt hast, ja, vielleicht ist der Koran damit gemeint. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott inspiriert. Hä? Ist der Koran mit gemeint? Da sagen mir die Bibel. Jetzt sagst du, ja, es kann ja nicht damit gemeint sein. Und dann sagst du zu ihm, aber was ist damit gemeint? Dann sagst du, aber dieser Brief kann auch nicht damit gemeint sein, weil diesen Brief konnte Timotheus schlecht von Kindheit an kennen, wenn Timotheus jetzt den Brief erst erhalten hat und jetzt erwachsen ist. Und dieser Brief ist übrigens älter als die 4 Evangelien. Von daher, und das sehen wir hier hinten, obwohl das bei denen vielleicht verändert ist, das heißt, von Kindheit an konnte er das Neue Testament nicht kennen, das heißt, er ist das Alte Testament mit gemeint. Dann sagen wir, und die Schrift, die Timotheus kennt, ist das Griechische. Das heißt, das, was Timotheus kannte, ist die Septuaginta-Version. Die Septuaginta-Version, das ist das, was die christlichen Gelehrten sagen, die Septuaginta-Version ist die Übersetzung des Hebräischen ins Griechische. Eine Übersetzung, die ca. 200 Jahre vor Christus gemacht wurde, ja, ins Griechische. Und dann sagst du, und diese Septuaginta-Version ist die Version, die ihr als unauthentisch anseht. Das ist die Version, die die katholische Kirche benutzt, die 7 Bücher mehr hat als euer Buch. Das heißt, ihr habt gerade zugegeben, dass die katholische Bibel richtig ist, obwohl die Zeugen Jehovas sagen, dass sie falsch ist. Wenn ihr sagt, dies ist der Beweis, dass die Bibel, die Timotheus von Kindheit an kannte, richtig ist, dann habt ihr jetzt erstmal einen Beweis gegeben, dass in der Bibel kein Beweis ist, dass das Neue Testament von Gott inspiriert ist. Zweitens habt ihr gerade zugegeben, dass ihr Zeugen Jehovas falsch liegt, weil hier ganz deutlich gesagt wird, dass die Septuaginta-Version die richtige Version ist. Also wer liegt richtig, Apostel Paulus oder die Zeugen Jehovas? Dann sagst du ihm, könnte es sein, dass die Zeugen Jehovas sich in ihrer Interpretation irren können. Ja, die Bibel ist klar. Die Bibel ist klar, es gibt tausende verschiedene Interpretationen. Okay, wenn die Bibel so klar ist, dann erklären Sie mir doch mal eben Esra 2, Nehemiah 7, warum Sie mir das nicht beantworten konnten. Ne? Erklären Sie mir das nochmal, wenn das so klar ist. Okay, kein Problem. Dann geht's weiter. Weiter im Text. Jetzt kommt als nächstes der nächste Punkt, den wir erwähnen, dann in diesem Zusammenhang ist, was ist denn, wenn ich Ihnen Verse zeige von der Bibel, die nicht von Gott inspiriert sind? Sagt die, das gibt's nicht. Was ist, wenn ich es ihnen zeige? Dann sagst du erstmal Lukas 1, Vers 1. Schon viele haben es versucht, lieber Theophilus, das, was ich unter uns ereignet, der Reihe nach aufzuschreiben. So habe auch ich mich entschlossen, es der Reihe nach aufzuschreiben und nach den Augenzeugen zu gehen. Er erwähnt ja an keiner Stelle, dass er von Gott inspiriert ist. Ja, okay, er erwähnt es nicht, aber es könnte ja sein, weil sie sind hartnäckig. Dann sagst du, okay, aber wenn er sagt, dass er nicht von Gott inspiriert ist, dass das eine von Gott ist und das andere nicht, dann würde es ihnen schon ein Beweis sein, dass es nicht von Gott ist, oder? Oder wenn Gott Unwissenheit inspiriert. Gott inspiriert keine Unwissenheit, oder? Diese 2 Fragen sind sehr wichtig. Jetzt, nachdem du Lukas 1, Vers 1 gezeigt hast, jetzt sagen sie zu dir, ja okay, es ist aber auch kein Beweis, dass er nicht von Gott inspiriert war. Dann sagst du, ja, aber wenn er sagen würde, dass er nicht von Gott inspiriert ist, dass dieses Gebot nicht von ihm kommt, dann wäre es ein Beweis, oder? Oder wenn er sagt, er weiß es nicht, weil Gott inspiriert keine Unwissenheit, oder? Dann werden sie sagen, ja, okay, alles klar, kein Problem. Dann gehen wir zu 1. Korinther 1, Vers 14. Sie haben eben gesagt, Zeugen Jehovas, 14 bis 16, dass Gott keine Unwissenheit inspiriert, richtig? Okay. Apostel Paulus schreibt, ich bin dankbar, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. sodass keiner sagen kann, dass ihr in meinem Namen getauft worden seid. Jetzt, er sagte, er hat nur Crispus und Gaius getauft. Jetzt fällt ihm ein, während er schreibt, ja, ich habe auch die Hausgenossen des Stephanas getauft. Jetzt fällt es ihm ein. Das heißt, der erste Satz ist falsch, weil er sagt, ich habe nur Crispus und Gaius getauft, sonst keinen. Jetzt fällt ihm ein, dass die erste Unwissenheit. Jetzt fällt ihm ein, Gaius habe ich auch getauft, nur Hausgenossen Stephanas habe ich auch getauft. Und jetzt sagt er, im Übrigen weiß ich nicht, ob ich sonst jemanden getauft habe. Ist der Vers von Gott inspiriert? Das ist Unwissenheit. Im Übrigen weiß ich nicht, ob ich sonst jemanden getauft habe. Dann habt ihr eben gesagt, dass Gott keine eigenen Gedanken inspiriert. Das heißt, wenn dir jemand sagt, ja, das ist von Gott und das ist nicht von Gott, dann würde das ein eindeutiges Beweis sein, dass nicht alles von Gott inspiriert ist. So. In 1. Korinther 7, Vers 25, hier sagt Apostel Paulus, in Bezug auf Jungfräuliche habe ich keinen Befehl vom Herrn. Das heißt, er ist nicht von Gott inspiriert. Er sagt vor, in welchem Zustand auch jeder berufen wurde, Brüder, darin bleibe er mit Gott verbunden. So, jetzt sagt er, in 7,25, in Bezug auf Jungfräuliche nun, habe ich keinen Befehl von Gott, aber ich äußere meine Meinung. Das sagt ganz eindeutig, dass er nicht inspiriert ist. Ich äußere meine Meinung. Und in Jesaja steht, meine Meinung ist nicht eure Meinung ist nicht meine Meinung. Ganz deutlicher Fall. So, dann sagt ihr als nächstes, was ist, wenn ich Ihnen Verse zeige in der Bibel, wo das Alte Testament zitiert wird und diese Verse gibt es gar nicht im Alten Testament? Dann sagt ihr, das gibt's nicht. Oder noch besser, ihr fangt so an, ihr sagt, also ein Beweis dafür, dass an das Alte Testament geglaubt werden muss, ist ja, dass im Neuen Testament oft auf das Alte Testament verwiesen wird, oder? Ja. Okay. Was wäre denn jetzt, wenn im Neuen Testament auf einen Vers in der Bibel verwiesen wird, den es gar nicht gibt? Das würde beweisen, dass es damals eine andere Bibel gab, oder? Ja, nee, wenn es so wäre. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben da einen Vers, ja, der steht bei Ihnen, da steht zum Beispiel in der Bibel, es steht geschrieben so und so und so und so, macht dies und das und das und das, und es steht gar nicht geschrieben. Das wäre ja ein Beweis, dass da irgendwas falsch läuft, oder? Okay, ich zeige Ihnen mal kurz etwas. In Römer 1, Vers 17, da steht, so, und zum Glauben auf den Satz, so, denn in ihr wird Gottes Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens und zum Glauben geoffenbart, so wie geschrieben steht, der Gerechte aber durch Glauben wird er leben. So wie geschrieben steht, der Gerechte aber durch Glauben wird er leben. Jetzt fragst du, ist das ein Zitat aus dem Alten oder Neuen Testament? Und sie werden sagen, ja, der Gerechte aber, weil hier steht, muss ich schreiben, das Anführungsstriche, ist ja ein Zitat, oder? Hier Anführungsstriche, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und dieser Vers ist nirgendwo im Alten Testament vorhanden. Dann die nächste Stelle ist 1. Korinther 2, Vers 9. Im 1. Korinther 2, Vers 9 steht, sondern so wie geschrieben steht, was das Auge nicht gesehen, das Ohr nicht gehört hat, noch im Herzen eines Menschen aufgekommen ist, die Dinge, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Dieser Vers ebenfalls nirgendwo im Alten Testament vorhanden. Das heißt, es zeigt ganz eindeutig, dass die Bibel verfälscht ist. Und dann sagst du zu ihnen am Ende, sie werden wahrscheinlich schon vorher die Flucht ergreifen, ich möchte ihnen nur das Beste, und dann gibst du ihm vielleicht noch ein Buch oder irgendetwas, am besten beiden, du sagst am besten, sie haben mir etwas gegeben, dann gebe ich ihnen jetzt auch ein kleines Geschenk, ja, und dann werden sie es eventuell annehmen, sag zu ihnen, aber bitte nicht wegschmeißen, sie müssen das behalten, weil du musst beiden das Geschenk geben. Wenn du nur ein Geschenk gibst, dann werden sich beide nicht angesprochen fühlen. So werden sie sagen, ja, wir haben ja beide eins bekommen. Ansonsten wirst du, wenn es nur einem gibst, wird der eines wegschmeißen. Wird sagen, ja, warum hat der mir das gegeben? Weil er muss sich vor dem anderen verantworten. Aber so wird vielleicht jemand unsicher sein und sie werden es beide mitnehmen. Du sagst zu ihnen, sie dürfen nicht lügen, sie dürfen es nicht wegschmeißen. Das ist als Christ, sie dürfen das nicht wegschmeißen, sie dürfen nicht lügen, dass sie es doch wegschmeißen, obwohl sie versprochen haben, es nicht wegzuschmeißen. Du gibst ihr eine kleine Botschaft und sagst zu ihnen, denn wir sind sicher, wenn sie so sterben, werden sie für alle Ewigkeit in die Hölle gehen, weil sie haben also so viele Fehler zugegeben, aber sie wollen die Wahrheit nicht wahrhaben. Dies ist mein Tipp an euch und so könnt ihr den Zeugen Jehovas helfen, den wahren Weg zu finden, inshallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah